Hey, yo, ich bin's mal wieder nach einer Weile und ich war letzte Woche Samstag bei dem OTS Store Championship in Karlsruhe mit 191 Spielern. War ziemlich wild gewesen. Ich denke, das war das größte Event gewesen seit Corona in Europa, in Deutschland zumindest. Und ich habe da einen Spieler getroffen, der in die Top 16 kam. Besser gesagt, er wurde Zehnter. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Yo, ich bin Kevin und bin 10er geworden. Und warst schon auf dem Channel gewesen mit Ja. welches Deck war das? Ich habe es selber vergessen. Super Trial Mit Brigade oder Tribal sowas, ne? Gates NJ. Ja, Boah, genau, Tribal Gates langweiliges NJ. Deck. Auf jeden Fall. Mit den größten Memes aller, ne? Wie man hier sehen kann, du hast heute, ich sag schon heute, du hast am Wochenende Flander gespielt, ne? Ja, ich habe Flanderwies gespielt. Ich Wie glaube, das kann. war der einzige in den Tops. Ich weiß es Echt? aber nicht. Aber Ja. ich Ich glaube glaube ja. nicht viele wissen, wer da als Topcut war. Ich habe selber nicht nachgeschaut. Ich weiß nur, dass der vierte Striker gespielt hat und der erste war Bird. Das weiß ich. Auf jeden Fall, wie kam es dazu, dass du Flander gespielt hast und nicht ein anderes Deck? Also ich habe Swordsoul da, bin ich ehrlich, aber ich weiß nicht, warum ich Swordsoul nicht wollte, weil ich habe erwartet, dass gefühlt 60%, 70% alle Swordsoul spielen werden. Deswegen wollte ich einfach irgendwas anderes spielen und ich fand Flander einfach geil, weil es sind einfach kleine Vögel, Alter. Kann man Das verstehen. Die kleinen cool. Vögel, die Junge. einfach Skrrt-Skrrt machen und dann einfach Ja, das ist das richtig, Swarm. Junge. Aber das andere Warum hast du Bird denn Deck. hier? Es ist schon schlimm Ja. genug, dass es zwei Vogeldecks gibt. Das ist super Ja, verwirrend, es aber gibt zwei ja. Vögeldeck, aber mein Vogeldeck ist einfach. Junge, es fühlt sich einfach geiler an, Junge. Hallo? Man muss Okay. am hier, man muss am dort. Alles klar. Von mir war dem Deck gefallen. Ja, okay. Ich spiele die drei Rubiner, die kleine Sucherin, der große der Eagle, der Stufe 7 oder höher sucht. Dann literally called by the grave, also ohne Negate. Und one off von ihm. Den will man eigentlich gar nicht sehen auf der Starthand, weil er nicht so viel macht. Weil er addet vom Banish Pile eine Flanderwreath-Karte wieder zurück. Und sonst die anderen sind relativ die Starter. Natürlich die sechs hier am Anfang sind die besten. Er sucht Stufe 7 höher Wingbeast und die sucht mir literally alle anderen. Und noch eine Edition, die kommt jetzt. Die sucht mir nämlich Windstatue, Broken. Dann Empen. Das ist literally Skill Drain auf Board. Für Special Summon in Attack. Ziemlich wild, die Dann. Karte. Ich hatte Probleme gehabt, die zu outen tatsächlich, weil ich nicht wusste, Ja, dass es ein siehst du, Floodgate war. vor allem wenn sie kämpft, kann ich ja noch ATK und Death halbieren, indem ich die Karte banische. Also, die ist richtig krank. Dann spiele ich Razor, weil Razor einfach dieser andere Bounce ist mit Deckmanipulation. Das Und hörst du fast immer. ich kann zum Beispiel auch Shifter wieder auf mein Deck legen. Falls ich keine Karten im Grave habe, kann Shifter wieder aktivieren. Das war gegen Dragon zum Beispiel. Der Dragon konnte einfach gar nichts machen. Dann spiele ich Apex. Ja, hat dieser eine andere Omni-Gate. Und ja. Dann einziger Handtrap. Shifter. Ich glaube aktuell in der Meta richtig gut. Außer gegen Swordsoul. Ich habe Spiele, wo ich gesagt habe, Dragons, Tribal Gate Lyrics oder Shadol konnten gegen die gar nichts machen. Und ach so, ja. Tengis Swordsoul verliert gegen die Karte, weil die ganzen Tengis kommen gar nicht in den Grave. Und da fehlt halt ein bisschen Material. Ansonsten können sie nur Moje beschwören und ja, und den großen Wesse. Ja, Long. Long Ja, Air. Long. Ich glaube, Shifter ist allgemein ziemlich sick, nur es gibt halt super wenige Decks, die es leider ausnutzen können. Und Flander ist halt Ja. so mittlerweile so ein. Also, jetzt in dem Meta gehen wir mit halt ein Deck, wo man Shifter wirklich gut spielen kann. Finde ich cool. Ja, genau. Weil sie ja eh alle sich banishen vom Feld. Also wenn sie vom Feld gehen, Exakt. banishen sie sich spiele ich halt dreimal die Map. Ist eh die krankeste Karte. Ist diese Wild. eine Karte, die Handtrap sicher ist, also dass ich durch Wailer spielen kann oder durch Ashe spielen kann. Also die Chain blocken sich halt dann. Das ist halt richtig gut mit der Map. Dann einmal die Continuous Spell. Die ist richtig underrated. Das ist einfach
Ich kann ein Monster von mir tributen und eine Karte von meinem Gegner tributen. Attribute ich einfach lästige Spell-Traps weg. Hab damit sogar eine Mystic Mine wegtributet. Und er dachte wirklich, er gewinnt mit der Mystic Mine gegen mich. Okay, cool. Scheiße. Und hat auch einen richtig coolen Mulligan-Effekt. Das ist ja auch super praktisch, wenn man halt irgendwie nah an was Ja, werden will oder genau, so. wenn ich zwei Wingbeast Monster vorzeige und dann darf ich wieder zwei Karten ziehen. Und ja. Dann für Consistency natürlich drei Wohlstand und drei Duality. Also, ich mag den Extravaganz nicht, weil ich irgendwie, also ich fühle, dass Extravaganz irgendwie immer auf Luck basiert ist, was ich ziehe. Hier bestimme ich, was ich haben will. Und meistens habe ich richtig Broken Card gezogen, bekommen, rausgepickt, wie auch immer. Und ja. Dann drei Book of Moon. Hat Ich habe kein strong. Problem. Genau, also falls jemand mich Wailert oder Imperm, dann kann ich meinen eigenen Monster bocken. Und falls mein Gegner über meine Windstatue drüber rennen will, dann bocke ich einfach sein Monster und dann, ja. Der Bug ist richtig krass zurzeit. Lightning Storm, ich habe Probleme gegen Backrow-Decks. Und komischerweise oute ich auch große Boards. Also das Sportshorse-Board habe ich gebrochen damit. Ich habe, ja, alter Geist, als er drei Set gemacht hat und kein Judgment, das war witzig. Und ja, also die war richtig busted. Auch gegen PK kam sie richtig gut, gegen Appaloosa oder Rusty, weil Appaloosa ist dieser andere Hard-Counter gegen mein Deck. Oder Ja. auch oder auf Backrow. Und Lightning Storm hat da richtig gut mitgeholfen. Dann richtig krasse Karte. Chalice. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach diese. Für Flander Mirror war es richtig krass, weil ich kann da während der Chainblock mitmachen. Und ich kann auch ein bisschen was mit den größeren Boards outen. Zum Beispiel, wenn ich mit Storm anfange und er zum Beispiel Baron hatte, kann ich noch unchain, so. Und da gab es noch eine witzige Szene. Ich hatte Barrierestatue, mein Gegner Normal Sum Faker. Er wird drüber angreifen und ich habe Chalice auf meine eigene Statue aktiviert. Und er kam einfach nicht. Und er kam einfach nicht. Und er kam einfach nicht über die Statue drüber. Und er musste halt wirklich The Judgment auf Chalice aktivieren, damit er drüber kommt. Gott. Ich hatte gestern beim Stewardship-Chippen Dreier ich den Fall, dass mein Gegner Breaksword beschworen hat, damit er über Galateriel rennen kann. Und ich habe in der Damage Step einfach Gala gepusht mit Chalice und dann war mein Crescendo wieder live. Mein Gegner wollte einfach nur Crescendo outen, aber hat nicht hinbekommen wegen Chalice. Das war auch anders will. Chalice ist viel zu stark momentan. Nicht viel zu stark, aber viel zu krass momentan, weil es ein sehr guter, ich denke, Ressourcen-Swap ist mit den gegnerischen Karten, weil es ein guter 1-für-1-Trade ist. Ich mag die Karte auf Ja, jeden genau. Fall. Super, Ja. super, super stark. Und dann spiele ich hier Powerful, One-Offs, Call by Fischer und Teller. Hilft mir durch echte Spielen, also mit den Chainblocks, Called is Called, Fischer. Fischer ist richtig gut, weil alle Monster werden halt auf den Friedhof gelegt, also heißt Wailer Droll, gebannt, sorry, Wailer Droll funktionieren halt nicht. Und ja, Sword Soul, Tengil, ja, ist halt literally Game, weil die können halt nicht auf den Friedhof gehen. Und dann spiele ich krankeste Karte. Norm ist am Gegner dran. Max, ich hab manchmal das Gefühl, ich spiele Orkus, Alter. Ich spiele Wegen dem einfach Deck, wegen der Karte oder wie? irgendwie. Bro, ich spiele in meinem Turn und ich spiele im Gegner-Turn. Ja, ist wie Babel, ne? Ja, Nur dieses. der Unterschied ist halt, Babel ist ein Feedspell und das nicht. Was soll ich sagen? Ja, aber meine Feedback sagt ja auch, ich darf einen Song. Ja, gut, fair. So, aber ja, es fühlt sich leicht an wie Orkus, aber halt nur auf Normsong, leider. Ist trotzdem gut. Und dann Side-Deck, drei Emilys für Boardbrechen, Backrow. Drei Dracula, auch wieder zum Boardbrechen. Zwei Cosmic, wegen der Can Only Be One oder Anti-Spell, oder Order, damit ich irgendwie spielen kann mit Spells. Dann
Wie ist die auf Greg? Oh mein Gott. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Eaglen oder sowas Ash passiert habe und ich weiterspielen kann, dann set ich die einfach, aktiviere sie und dann helfen die eigentlich auch direkt wieder. Sehr Und guter Turnslip, auf jeden Fall. ja, die ist viel zu krank. Auch die ganzen Tribal Deluxe spielt die ja jetzt auch. Und die spielen sie sogar noch besser, weil aus der Hand aktivieren ist broken. Ich kann sie nicht aktivieren auf Hand. Und ja. Dann mit Abstand krassester Karte, Pointer. Einfach, also, viele haben gesagt, ich soll Judgment spielen. Aber ich fand irgendwie Hand Knowledge und eine andere Karte rauszupicken viel besser. Die Theorie dahinter war einfach, als mein Gegner Droplet spielt und ich in der Pointer aktiviere, muss er halt Standby schon Droplet aktivieren. Und bei optimalem Board muss er mindestens zwei Karten abwerfen. Heißt, Droplet eine, dann zwei für Negates. Und danach darf ich noch eine Karte rauspicken von den letzten drei. Also fängt er mit zwei Karten an. Und ja, mit zwei Karten kann man, glaube ich, nicht an Flander vorbeikommen. Außer die sind richtig krass. Und die hat richtig überperformt, weil ich habe so Karten rausgenommen wie Evenly oder Lightning Storm, Darkcooler, sowas. Ist Und wirklich. ja. Ich habe auch Pointer bekommen, tatsächlich in Karlsruhe gegen den Kollegen, und der hat Girsu gebannt und ich so. Ja, Ja, ich kann es halt wieder zurückbeschwören, so ist es nicht, aber ich habe die Karte auch kassiert. Dachte mir so, okay, was soll denn da passieren? Ich hatte so eine Hand gehabt, wo es keine gute Karte gab, die er rauspicken konnte, tatsächlich. du musst halt wissen, also wie das Deck von deinem Gegner funktioniert, ne? Damit Ja, du das kommt vorne. auch dazu, aber es passiert mal. So, ja, und ja, Order ist Autobin. Order. Ja. Ja, die Broken Spells, wir haben zu viele Broken Spells gerade. Es ist halt so Und ein Format, extra. wo wir halt nur Poké Spells spielen, so die das Feld brechen, die Sachen vom Gegner negieren, was weiß ich was. Ja, genau. Wieder Und schlimm. ja. Und extra Deck. Boah, ja, extra Deck habe ich halt Zeus und Downknight gesucht. Die Attack direkt. Dann die Züge. War eine Wette. Also ich hatte eine Wette mit meinem Kumpel, der auch Flander gespielt hat. Die kennst du ja. Ja. Und wir haben halt ausgemacht, ich bekomme Free Essen, wenn ich einen damit töte. Und ich habe wirklich einen damit getötet. Und ich war selber überrascht, dass ich es hingekriegt habe. Aber ja, der richtige Gedanke dahinter war halt eigentlich, dass ich über Uneffected Beatstick-Monster drüber komme. Wie Sigma oder sonst was. Aber ich hatte Chalice noch und da kann ich den Mpem boosten. Aber ja, die sind einfach drin, damit ich gegen solche Monster drüber komme. Und ja, ich habe mein Free Essen bekommen. Dann für Maximus halt. Als ja, Maximus halt. Dann die Links. Kam actually einmal die beiden. Gegen Shadol Dogmatiker. Dass er Deck Ken Only One geflippt hat und ich versucht habe zu outen. Dann ein Shurik, falls Maximus nochmal kommt. Ein Entis, Maximus und Enforcer, weil. Ja, ich kann es einfach. Einfach Ja, so. Verstehe. das Problem ist, das Deck braucht halt extra Deck halt einfach nicht. Das ist einfach Prosperity Target oder Maximus Target. Und irgendwie hatte ich halt auch jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt Phoenix oder sonst was beschwören muss. Verstehe, verstehe. Ist einfach, also das Excel ist einfach nur so da mit Van der Bälle, sonst ist es eigentlich irrelevant, ne? Genau, Bei dem Deck. und Kann für das Deck noch nicht so Prosperity halt. krass. Ah ja. Genau. Ja gut, das war's eigentlich mit dem Deckbefall, wenn du jetzt nicht noch was weiteres sagen möchtest zu dem Deck. Nee, sonst habe ich nichts zu sagen, außer Shoutout an meine Jungs, Michi, Ivan und Marius, die mit mir gefahren sind. Und danke Genau. dir, Max, Kein dass ich Thema. wieder bei offenen Hat mich auch Channel gefreut, dich wieder zu sehen, ne? Nach einer Weile. bin. Ja, Mann. Irgendwann komme ich JK, keine Sorge. Alles klar. Perfekt, vielen Dank.
Okay, Bro. Danke fürs Deckfall. Ich wünsche dir was und hab einen schönen Tag. Ciao, ciao. Wir sehen uns.